So, ja, liebe Leute, dann grüße ich euch zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal ein Upgrade und auch ein großes, wenn ihr mich fragt. Genau, und zwar ist das hier mein Rechner. Ihr erkennt es vielleicht, und das ist hier mein YouTube. Genau, ich hatte mit dem Rechner leider einige Probleme gehabt. Das ist ein XMG Fusion 15. Ihr habt es ja schon in einigen meiner Videos vielleicht gehört, dass ich ganz schönes Rauschen unter anderem hatte. Ich kann euch gerne mal das auch einblenden. Also ich hatte nämlich den Rechner auch gerade an im Hintergrund, wie ihr auch sehen könnt. Der rauscht gerade auch ganz schön, wobei es gerade noch relativ moderat eigentlich ist. Das ist manchmal noch viel schlimmer auf diesem Gerät. Ich blende euch jetzt mal kurz ein, dass ihr das ungefähr so hört. Also auf der Lautstärke auch gelevelt, wie ich das ungefähr wahrnehmen würde. Ja, und das ist jetzt, glaube ich, nicht schwer zu erklären bzw. zu verstehen, dass das doch sehr einschränkend ist, also gerade wenn man Content Creator ist und halt Sachen auf dem Mikrofon, wenn dann der Laptop im Hintergrund ziemlich laut ist. Also der war meistens bei 60 Dezibel. Ich muss auch persönlich sagen, ich hatte mit diesem Gerät leider bisher vorwiegend schlechte Erfahrungen bzw. sehr viele schlechte Erfahrungen. Das fängt schon damit an, ich habe den Rechner, ja, nicht mal ein Jahr, 9, vielleicht 10 Monate, nachdem ich den gekauft hatte, musste ich den in die Reparatur einschicken. Problem war, das Ding war aufgebläht, also hier die Lichtleiste war auch vollkommen aufgebläht, die ist leider mittlerweile auch nicht mehr funktional, aber das ganze Ding war aufgebläht gewesen, also das war richtig hier quasi hochgewellt gewesen, das Ganze, und Hintergrund davon war, dass ich der Akku aufgebläht hatte. Ja, das kann natürlich jetzt bei jedem Gerät passieren, könnte man sagen. Aber ganz so ist dem nicht, denn das lag an einem BIOS-Fehler. Was mich ärgert daran im Nachhinein ist, der BIOS-Fehler, der war auch bekannt gewesen, und dass sich dann die Akkus aufblähen, das ist bei nicht wenigen Geräten passiert, also die hatten da anscheinend hunderte von Rücksendungen auch gehabt. Und jetzt kann es natürlich immer passieren, dass ein BIOS irgendwo einen Fehler hat, und ich weiß, auch ein BIOS zu schreiben, das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Also was das betrifft, kann ich das schon irgendwie verstehen, beziehungsweise ich will jetzt nicht sagen, dass es an sich ein einfacher Job ist. Aber das Problem ist halt, die wussten davon und die hatten bereits ein neues BIOS fertiggestellt, haben das aber nicht auf das Gerät draufgezogen, haben mir auch nicht gesagt gehabt, dass das Gerät ein neues BIOS braucht an sich. Und ja, dann hatte sich halt der Akku gebläht, ich konnte das Gerät einschicken, hatte dann halt einige Probleme auch gehabt, wie gesagt, weil ich unter anderem auch warten musste, also die hatten noch 6 Wochen für die Reparatur gebraucht. Das war mitten im Studium, heißt also auch, ich musste eigentlich Heimarbeiten machen auf dem Gerät. Ja, konnte man dann ein Drittgerät quasi suchen, habe dann auch kein Ersatzgerät bekommen gehabt. Das war alles eine sehr, sehr, sehr ärgerliche Geschichte gewesen. Das war wirklich sehr blöd gewesen. Und ja, das bei einem Gerät für 2000 Euro, das ist halt ein XMG Fusion 15 in der Ausführung mit einer RTX 2070. Das kam halt damals mit der Ausstattung. Ich habe auch 32 GB RAM eingebaut, weil ich das einfach brauche für meine Medienproduktion. Ja, das kam dann mit Hülle und noch irgendeiner Kleinigkeit dazu, insgesamt für knapp über 2000 Euro. Und ihr könnt euch schon vorstellen, dass ich da ziemlich angepisst war, wo ich mich durchs Netz durchgelesen hatte, dass die mir dort ein Gerät verkauft haben, also auch ein Premium-Gerät für 2000 Euro, wo ein BIOS drauf war, was fehlerhaft ist und das auch noch wissentlich. Also die hätten ja einfach so was austauschen müssen. Ich meine, das Mindeste wäre wie gesagt gewesen, dass die mir sagen, okay, bitte mal BIOS updaten, wir haben da Probleme. Aber nö, die haben sich so gedacht, wir verkaufen zwar hier Premium-Produkte für 2000 Euro, aber was muss der Kunde wissen, dass sein Gerät, was er kauft, fehlerhaft ist bzw. Probleme hat. Also ich habe sowas echt noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich so viele Probleme auch mit dem Rechner hatte, und der Rechner, den habe ich jetzt seit gut 3 Jahren, 3,5 Jahren. Und ja, den Rechner kann ich jetzt mittlerweile austauschen. Und ich muss jetzt sagen, ich schraube seit fast 20 Jahren an Computern rum. Bin seit über 15 Jahren selber Besitzer von einem Computer, und dass ich ein Gerät nach 3 Jahren, vor allem auch noch ein High-End-Gerät, nach 3 Jahren austauschen konnte direkt, das ist mir bisher noch nicht passiert. Ich habe im Keller noch ein altes MacBook. Genau, da liegt es. Ja, das ist noch ein altes MacBook Pro. Hier habe ich auch ein paar Unterschriften mit drauf, falls es irgendjemanden irgendwie interessieren sollte. Genau, Gleb Alexandrov, Colin Levy, auch ein sehr bekannter Typ in der Blender-Szene, Jonathan Williamson, Andy Golchik, Zacharias Reinhardt, ja, Andrew Price, der Blender-Guru, ist auch mit dabei.
Genau, aber das ist, die Schrift war übrigens mal schwarz gewesen, das Blech bloß aus mittlerweile, ups, ich kann es gerade nicht öffnen mit einer Hand. So, das Ding ist auch 12 Jahre alt, das einzige Problem, was das Gerät hat, ist, dass die Boxen ein bisschen fehlerhaft sind, also die eine Box, die schwindet ein bisschen. Aber an sich das Gerät, ich mache es an, drücke auf den Knopf, es geht an sich, es funktioniert alles. Hab das Gerät seit 12 Jahren und das meiste funktioniert, obwohl auch eine alte SSD eingebaut ist. Die alten hat ja immer noch Probleme gehabt. Also es funktioniert immer noch alles relativ tadellos. Und wie gesagt, das Ding habe ich jetzt seit 12 Jahren. Funktioniert noch alles, wie es soll. Jetzt kann ich natürlich argumentieren, okay, das ist halt auch ein MacBook. Das ist halt kein Windows-Rechner. MacBook ist eine ganz andere Welt. Ja, würde ich mitgehen. Aber das wollte ich bloß mal so als Referenz zeigen. Ne? Also das Ding ist nach 3 Jahren im Arsch und das ist nach 12 Jahren immer noch verwendbar und funktioniert ähnlich gut wie am ersten Tag, wo ich es gekauft hatte. Also genau, nur so viel dazu, liebe Leute. Ja, aber auch so viel zu XMG. Ich hatte jetzt auch noch mal einen Benchmark-Test gesehen, wo ich mich nach neuen Laptops orientiert hatte und wollte jetzt auch aufgrund der negativen Erfahrung natürlich kein neues Gerät bei XMG kaufen. Mein Hintergedanke war auch damals gewesen, du kannst das gut upgraden, du kannst das gut aufschrauben, du kannst Sachen austauschen. Uns ist auch noch eine lokale Firma hier in Deutschland, die haben ihren Standpunkt in Leipzig nämlich, wo ich mir dachte, das ist auch gleich eine deutsche Firma, dann sollte das ja auch alles mit Garantie und so weiter einfacher sein und Umtausch. Also nur zum Umtausch, wo ich das auch eingeschickt hatte, das Gerät. Die haben bloß das Mainboard ausgetauscht und einen neuen Akku quasi eingebaut. Ich hatte den in 3 E-Mails geschrieben, was die auch machen sollten. Die haben softwaremäßig eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe denen auch gesagt, bitte alle Treiber nochmal updaten. Das sollte ja sowieso schon ihre Aufgabe sein. Hat mich so beschwert gehabt. Ich habe denen noch einen Platz gar mit reingelegt extra beim Rechner, wo ich nochmal alles aufgelistet habe, was an Problemen gibt und was die machen müssten. Und die haben einfach bloß die Hardware ausgetauscht und haben alles, was Software betrifft, vollkommen übersehen gehabt. Also das war auch... Ich meine, ihr kriegt ein Gerät, das ist fehlerhaft. Dann bläht sich der Akku auf. Das ist natürlich so schon scheiße, wenn ihr für 2000 Euro das Gerät ausgegeben habt, dann schickt ihr es ein und die machen echt bloß die Hälfte der Reparatur. Also da war ich echt in dem Punkt gewesen. Dann schreibe ich ihn auch nochmal zurück per XMG und sage so, ey Leute, ihr habt bloß die Hälfte gemacht. Wie kann denn das sein? Ihr habt alles, was die Software betrifft, übersehen. Ja, das ist bei uns anscheinend durchgewandert, da können wir jetzt nichts für im Nachhinein, beziehungsweise das kann mal passieren. Sie können es nochmal einschicken, wo ich dann auch so sage, ja, wie lange dauert das denn? Ja, so, wir haben gerade viel zu tun, 6 bis 8 Wochen vielleicht. Wo ich auch so frage, ja, okay, aber das ist jetzt euer Fehler, dass ihr das Gerät nicht richtig repariert habt. Kriege ich dann ein Ersatzgerät gestellt für die Zeit, wenn ich das euch einschicke? Nö, müssen selber nach dem Satz schauen. Wo ich dann auch so gesagt habe, ja, aber das kostet mich doch dann 200 Euro. Wenn ich einen Rechner miete für 2 Monate, dann zahle ich doch jeden Monat 120 Euro oder so. Wo ich dann gesagt habe, ersetzen Sie mir wenigstens das Geld dafür. Ich meine, das sind ja für mich auch Kosten. Ich muss ja auch Sachen machen auf dem Gerät. Ich kann das ja nicht andauernd für 6 Wochen wegschicken. Das geht ja nicht. Wo die auch so gemeint haben, nö, also es tut uns leid, aber das ist dann ihr eigenes Problem, da müssen sie sich drum kümmern. Also das war dann auch so der Moment, wo ich wirklich angepisst war von der Firma. Ja, und ich habe dann auch Benchmarks geschaut gehabt von dem Gerät. Ich weiß, jetzt rede ich über das Gerät viel mehr, als dass ich über das Update rede, aber das kommt noch. Also ein bisschen Geduld bitte. Ich hatte Benchmarks geschaut, da war auch ein anderer XMG-Laptop, das war aber ein Neo, glaube ich, XMG Neo in einer RTX 4070. Und dann hat einer so Benchmark-Tests gemacht. Der hat das verglichen mit einer RTX 3070 Ti in der mobilen Version. Und hatte dann etwa die gleichen Frameraten, wo dann aber das XMG-Werk angeschrieben hatte, nö, über uns, unter unseren Bedingungen, wir hatten 25-30% mehr Frames gehabt. Ja, und dann hat es halt rausgestellt gehabt, auch da musste man dann wieder so ein Upgrade machen, was mit der Software einfach nicht gestimmt hatte und dann mit Software-Update, was dann ein paar Monate später rauskam, ging es anscheinend und dann waren auch dann die Performance gefixt gewesen. Aber ich habe sowas mitbekommen. Ich habe andere BIOS-Fehler bei anderen XMG-Produkten auch mitgelesen gehabt im Netz. Also ich will zu XMG nur sagen, kurz gefasst, also anscheinend gehört das bei XMG zur Firmenphilosophie mit dazu, dass man da Produkte auf den Markt haut, die einfach noch nicht fertig sind für den Endbenutzer, dass zwar die Hardware irgendwie schon alles konfiguriert ist, aber BIOS hat noch Haufen Fehler, Treiber haben Fehler, dies und das hat Fehler. Ist anscheinend so gängige Marktpolitik bei XMG, so nach dem Motto, ja, ist das Software, können wir auch noch Monate später dann fixen. Also das ist so anscheinend das, was da auch intern bei XMG so bestimmt wird, so nach dem Motto, ja, wenn wir das Produkt ein bisschen früher rausbringen, können wir da mehr Kohle mitmachen und die Software fixen wir einfach dann ein halbes Jahr später. Vielleicht weisen wir die Leute noch mal mit drauf hin, dass sie irgendwas fixen müssen, vielleicht lassen wir es auch ganz aus und dann schicken sie uns einfach dann die kaputten Geräte ein, ist uns ja egal.
Also ich habe das noch nie erlebt, dass man so viel Geld ausgegeben hat für ein Produkt und dann als Kunde A so verarscht wird und auch noch so ein fehlerhaftes Produkt noch einfach bekommt. Also dass man so unfertige Sachen dort vorgesetzt bekommt und auch noch wissentlich, weil zum Zeitpunkt, wo ich das dann eingeschickt hatte, ich habe da, wie gesagt, mich durchs Netz gelesen gehabt, da waren schon hunderte von Posts gewesen in die Richtung und die waren teilweise viele, viele Monate alt. Also die waren, ich glaube, einige waren über ein Jahr alt. Also das Gerät, das solche Probleme bestanden hatten, das war schon bekannt, wo ich es gekauft hatte. Also dass die dann einfach das BIOS nicht selber ausgetauscht haben. Verstehe sowas nicht. Ich verstehe es auch schon wirtschaftlich einfach nicht, finanziell nicht. Weil das muss doch günstiger sein, bei 100 Geräten ein BIOS abzudaten, als dass dann halt von 102 zurückgeschickt werden und ihr müsst dann zweimal ein Mainboard austauschen und zweimal einen Akku austauschen und vielleicht noch andere Bauteile. Bei mir war noch, ich glaube RAM oder so, musste auch was ausgetauscht werden, ich weiß nicht. Also die haben da einiges ausgetauscht auf jeden Fall. Eine Grafikkarte war kaputt, genau. Weil das kann sich ja nicht rentieren. Ich meine, die haben bei mir ein neues Mainboard einbauen müssen, neue Grafikkarte und neuen Akku. Also die Hardwarekosten, das waren um die 1000 Euro gewesen. Also die teuersten Komponenten des Laptops mussten alle ersetzt werden quasi. Aber das kann sich doch wirtschaftlich schon allein nicht rentieren. Mal ganz abgesehen vom Image-Schaden. Aber gut, ich habe mich jetzt über XMG genügend aufgeregt. Also wie gesagt, das Gerät, das hat echt einige Macken. Und also was dort die Firma abgeliefert hat, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich finde das auch frech von der Firma. Deswegen habe ich auch ein XMG ausgeschlossen als nächstes Gerät. Ja, aber jetzt kommt die Rettung und die kommt gleich dort rein, wo bereits mein MacBook liegt. Einen Moment. So, liegt es auch ein Nitro 5. Genau, das ist ein Produkt von Acer, wie ihr sehen könnt. Also mit anderen Worten, ich habe jetzt irgendwann die Schnauze einmal voll gehabt. Habe jetzt ein neues Produkt bestellt. Genau, kann das auch nicht ganz bezahlen tatsächlich. Also ich konnte nur die Hälfte übernehmen. Also nochmal vielen Dank an den netten Sponsor, der mich die Hälfte des Preises übernehmen konnte. Genau, das ist Nitro 5. Ich packe das mal schnell aus für euch. Einen Moment. So, und liegt es auch? Genau, da liegt das Gerät schnell rum. Es ist natürlich jetzt ein bisschen klopper, wobei so von der Breite ist es eigentlich relativ vergleichbar. Das sind beides jetzt 15 Zoll Geräte, beziehungsweise die Displays sind 15 Zoll. Das ist hier, glaube ich, 15,6. Das XMG, das ist, ich glaube, auch 15,6 oder so. Hier ist bloß der Rahmen relativ dünn. Ich muss mal gucken, wie das bei dem neuen Gerät ist. Das habe ich bisher bloß einmal in der Hand gehabt. Das ist also quasi auch für mich noch relativ neu. Ups, ich habe noch eine Folie. Die nehme ich einmal kurz weg. Jo, und wie ihr sehen könnt, hier ist das Ganze. Ja, die Tastatur, also das Gerät ist gerade nicht an. Das sieht jetzt so aus, als wäre das irgendwie LEDs schon, die erleuchten würden. Das ist jetzt tatsächlich hier, das glänzt bloß so, weil das ist weiße Farbe am Rande, beziehungsweise das glänzt dann auch so durch in unterschiedlichen Farben. Und das ist jetzt gerade bloß so hell, weil die Sonne gerade quasi von hinten einfällt. Also das kommt jetzt quasi durchs Licht. Das ist jetzt nicht, weil das Gerät irgendwie angeschaltet ist oder so. Das Gerät ist vollkommen ausgeschaltet. Ich habe es auch bisher noch nicht angehabt, aber es ist schon mal sehr nett verarbeitet. Es fühlt sich wertig an. Leider ist die Unterseite aus Plastik, aber das hier oben, das ist alles so entweder Aluminium oder Magnesiumlegierung, also eins von beiden. Das fühlt sich immer sehr ähnlich an. Es fühlt sich eher... Ich würde jetzt Aluminium tippen, könnte aber auch Magnesium sein. Meine Kamera, die ich gerade in der Hand habe, ist eine Canon. Die hat ja auch einen Magnesium-Buddy. Genau, das ist es jedenfalls. Ich habe jetzt ein bisschen bessere Hardware drin. Ich hatte vorhin einen i7-9057H. Jetzt habe ich einen AMD Ryzen 7 6800H eingebaut. Genau, ist ein 8-Kerner. Der sollte gerade auch in Rendering-Prozessen deutlich besser sein. Also gerade Cinebench hatte der deutlich bessere Werte. Das ist natürlich für mich gut, weil ich auch Apps nutze, die halt Rendering betreiben. Wo ich auch die Mehrkern-Performance nutzen kann. Viele Programme bis heute, wie Photoshop, die nutzen ja meistens bloß 1, 2, manchmal auch 4 Kerne, aber viele können noch gar nicht effektiv auf 8 zurückgreifen. Ja, aber ich habe jetzt, wie gesagt, einen 8-Kerner eingebaut, das ist natürlich nice. Und ich habe jetzt anstatt einer RTX 2070 Max Q, habe ich jetzt hier eine 3070 Ti eingebaut. Das heißt, auch die Grafikkarte sollte nochmal 40-50% schneller sein. Das ist natürlich nice für mich zum Spielen. Vielleicht nicht so notwendig, wer meinen Kanal kennt, der weiß, ihr seht es ja gerade auch hier im Hintergrund. Also wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich hauptsächlich hier Age of Empires spiele und ein bisschen Stronghold. Das sind alle Spiele, da sind die Originalversionen vor 20 Jahren rausgekommen. Relativ selbst erklären, dass man da jetzt nicht die beste Hardware für braucht, aber zum Arbeiten ist es natürlich nice. Genau, und ich habe das Gerät gekauft. Ursprünglich war das im Angebot für 2200 Euro und ich habe das für 1300 bekommen. Also ein gutes Schnäppchen auf jeden Fall. Auch das Display ist sehr gut. Hat hier 3 Millisekunden Reaktionszeit. Ich mache mal kurz die Kamera.
scharf, genau, Quad-HD, also Quad-HD heißt quasi 2560 mal 1440 Pixel, also wenn ihr dieses 1440p auf YouTube seht, das ist quasi die Auflösung von dem Monitor hier, also ein bisschen besser als vor der dem. Aber, und das ist das Wichtigste für mich, nicht nur habe ich jetzt bessere Hardware und das ist natürlich nice und auch die Boxen sind natürlich deutlich besser, die können bloß besser sein, also hier bei den Fusion 15, die Boxen, die waren ganz schlecht. Von dem MacBook, die waren gut gewesen, die Boxen, also gerade für so einen dünnen Formfaktor waren die echt gut gewesen. Aber hier von den XNG, also das tatsächlich, wenn ich bei meinem Handy, und ich habe nicht mal ein teures Handy, ich hatte so ein Xiaomi-Handy, das habe ich mal vor 4 Jahren 400 Euro gekauft, also wenn man das vergleicht mit den heutigen iPhones, die kosten halt alle über 1000, die neuen, also sehr günstiges Produkt und tatsächlich mein altes Handy, das hat lautere und auch von der Klangfarbe bessere Boxen als das XMG Fusion 15, also die Boxen sind sehr schlecht, ich habe auch immer mit Kopfhörern gearbeitet. Das hat natürlich mehrere Gründe, einfach weil ich auch viel abends mache und dann will ich nicht alle anderen Leute im Gebäude stören, dass es dort dann Beschwerden gibt. Das ist immer sehr, sehr unangebracht. Deswegen habe ich sowieso mal meine Kopfhörer auf, dann habe ich meine Ruhe, dann kann sich keiner wegen Lärm bei Nacht stören. Und ja, auch natürlich wegen Klangqualität. Das sind jetzt halt auch gute Hörer hier. Das sind MLX 150 von Biodynamic. Das sind auch sehr gute Kopfhörer. Kann ich auch jedem empfehlen, also mit Kopfhörern zu arbeiten. Ist gleich eine ganz andere Welt, als man also über die Boxen nimmt. Genau, das wollte ich jetzt mal gezeigt haben. Und vor allem das Wichtigste ist aber, dass, wie gesagt, das XMG Fusion war halt sehr, sehr laut. Das liegt aber auch einfach mit am Formfaktor. Ihr seht es ja vielleicht, also wenn ich hier von der Seite schaue, das ist einfach auch ein sehr, sehr dünnes Gerät. Ne? Also wenn ich jetzt so einen Finger mal als Referenz daneben halte, ich habe dicke Finger und große Finger. Das ist jetzt vielleicht nicht so super maßgebend. Moment, was lege ich mal daneben? Ich lege mal eine Abdeckung hier vom Objektiv daneben. Also es ist halt ziemlich dünn, das Gerät. Das gilt jetzt natürlich für das ESA nicht. Das ESA ist dann doch deutlich dicker, wie ihr sehen könnt. Also hier ist ja schon die Decke quasi hier erreicht, an der Kante. Und alles darunter ist noch mehr Dicke. Also das ist bestimmt einen halben Zentimeter, ja, vielleicht auch 8 mm oder so dicker. Aber das ist auch vollkommen Ordnung für mich, denn dadurch wird es natürlich auch mehr Kühlleistung haben. Also erstmal haben wir an den Seiten deutliche Kühler, wobei so Kühlschlitze hatten wir auch bei dem XMG gehabt. Hier waren auch so Kühlschlitze gewesen, bloß weniger ausgeprägt. Aber da auch die Kühlkörper insgesamt größer sind, Moment mal, ich drehe das Gerät einmal kurz auf den Rücken, dann könnt ihr für euch selber sehen. Genau, weil das ja auch alles ein bisschen großzügiger angelegt ist und hoffentlich auch die Hardware dadurch einfach, dass sie schneller ist, nicht so heiß laufen wird. Gerade die AMD-Prozessoren brauchen ja auch nicht so viel Watt, um gut laufen zu können. Die sind ja bei 35, 40 Watt Auslastung, sind ja auch schon deutlich performanter als die Intel-Prozessoren in der gleichen Klasse. Ja, also dadurch kann ich hoffentlich das Gerät den Großteil der Zeit im Eco-Modus laufen lassen. Und dann ist das Gerät, und das ist mir am wichtigsten eigentlich, dann ist es nämlich endlich leise. Weil ich habe ja das Problem gehabt mit dem XMG, dass teilweise die Lüfter, die haben teilweise Geräusche gemacht, also Dauergeräusche auch so um die 55, 60 Dezibel. Also das ist, ihr könnt ja mal schauen, was das heißt eigentlich, wie laut das ist. Das heißt, das ist Gesprächslautstärke. Und wenn ihr dort einen Lüfter habt, der ist 40 cm entfernt vom Mikrofon und ihr sprecht dann zwar aus geringerer Entfernung rein, aber ihr habt im Hintergrund halt einen sehr lauten Lüfter, der nochmal genauso laut ist oder fast genauso laut ist wie ihr. Das ist sehr, sehr schwierig, bis gefühlt unmöglich, das alles rausgerechnet zu bekommen. Diese ganzen Rauschereien im Hintergrund, das ist sehr schwierig. Und wie gesagt, jetzt habe ich endlich auch ein Gerät, was nicht nur nicht dauernd heiß wird und bei Spielen teilweise überhitzt oder komische Frameraten hat. Jetzt habe ich vor allem halt auch wieder ein Gerät, was hoffentlich, so hoffe ich, was hoffentlich schön leise läuft. Und ich dann wieder vernünftig sowohl spielen als auch arbeiten kann. Wobei vor allem das Arbeiten eingeschränkt war eigentlich. Also das Spielen ging ja noch mit Kopfhörern, wenn man dann die Lüfter nicht hören musste. Aber das Arbeiten war halt schon ein bisschen schwierig zum Ende hin. Genau, das Gerät, das werde ich jetzt nicht alleine einrichten, denn ich habe hier noch einige Sachen. Also ich habe hier zum Beispiel auf dem XMG Windows 10 Pro drauf. Hier ist jetzt Windows 11 Home drauf, vorinstalliert bei dem ESA. Und der Justin, der bei mir auch schon auf dem Kanal aufgetreten ist, mehrfach, der hat mir da gesagt, dass es einen Trick gibt, dass er das quasi hinbekommen könnte, dass ich hier von Windows 10 Pro
ein Upgrade mache auf Windows 11 Pro. Die Pro-Version würde ich gerne weiter nutzen. Ich habe sehr, sehr wenig Abstürze damit gehabt. Es läuft viel stabiler. Und gerade so zum Arbeiten, wenn man so Taliersachen macht oder Videosachen macht, es ist schon nice, wenn das Gerät auch stabil läuft. Genau, und ich werde auch noch die SSD hier ausbauen und als zweite SSD hier mit reinbauen. Das Nice ist übrigens, das Gerät hat nicht nur einen zweiten NVMe-SSD-Slot, was ja an sich schon mal nice ist. Ich hatte nämlich noch nach HP Omen geschaut, das wäre eigentlich sonst mein Favorit gewesen. Ja, Problem ist, das hat bloß einen Slot gehabt. Heißt, ich hätte bloß eine 1 Terabyte Festplatte gehabt, hätte also entweder die eine ausbauen müssen und eine 2 Terabyte reinhauen müssen oder ja halt mit 1 Terabyte leben müssen. Aber das war ja auch ein Problem, dass halt der Speicher mal ausgelastet gewesen ist. Ja, das war also schwierig. Hier kann ich noch eine zweite SSD einbauen und ich habe sogar noch einen SATA-Slot. Ich könnte also noch eine HDD einbauen, also eine magnetische Festplatte, oder ich baue noch eine alte SATA-SSD ein. Die gibt es ja mittlerweile auch in 2 Terabyte und 4 Terabyte Ausführung. Relativ günstig, wo die dann, ja, 4 Terabyte kosten, glaube ich, mittlerweile 200 Euro. Ist jetzt auch schon eine Menge an Geld, aber halt deutlich günstiger, als wenn wir jetzt eine NVMe-SSD einbauen würden in das Gerät. Ja, und hier kann ich halt ausbauen noch. Ich habe sogar noch einen zweiten Slot dann frei. Ich kann noch auf 64 GB RAM aufrüsten. Also ich kann halt dieses Gerät nochmal ausrüsten, falls ich irgendwann nochmal sage, ich brauche jetzt noch mal eine größere Bilder- oder HDR-Datenbank oder was auch immer. Genau, also das ist jetzt so mein Gerät, mit dem ich jetzt arbeiten werde. Ich werde das Gerät dann nächste Woche am Wochenende, spätestens übernächste, also in den nächsten 14 Tagen, irgendwann einrichten. Ich muss natürlich die ganzen Programme noch installieren. Ich habe da sehr, sehr viel zu machen. Ich werde auch den ganzen Tag, glaube ich, sitzen, weil ich werde dann mindestens 20 Programme installieren müssen und dann einrichten müssen auch noch. Teilweise muss man dann auch in den Programmen noch einiges voreinstellen, bis man dann wieder alles so hat, wie man es zum Arbeiten haben möchte. Aber gut, dann sitze ich halt da einfach mal einen ganzen Tag am Wochenende und dann ist das halt mein PC-Einrichtetag. Genau, aber ich kann jetzt halt, wie gesagt, bald wieder arbeiten. Freue mich schon darauf. Genau, das wollte ich halt bloß gezeigt haben. Also es gibt halt auch bald wieder mehr Content. Denn, wie gesagt, wenn ich halt auch wieder besser aufnehmen kann, die Qualität besser ist, das Gerät an sich auch schneller läuft, dann macht das ja auch wieder mehr Spaß, Neues zu produzieren. Genau, das wollte ich euch bloß mal soweit gezeigt haben. Also, großes Update für mich. Es gibt hier einen neuen Laptop und der neue Laptop ist nicht nur hardwaremäßig deutlich besser, sondern der hat hoffentlich auch nicht die gleichen Probleme wie jetzt dieser XMG-Laptop. So, da geht's auch weiter. Entschuldigt bitte, ich musste gerade erstmal einen Akku austauschen. Also der Akku ist mir gerade beim Aufnehmen quasi ausgegangen. Ja, das Lustige ist, den Akku hatte ich extra über Nacht nochmal aufgeladen. Also anscheinend hat der Akku ein Problem. Der hatte jetzt nämlich nur ungefähr 20 Minuten Ruheaufnahmezeit durchgehalten. Ja, da hätte ich eigentlich jetzt mehr erwartet. Das war jetzt ein Third-Party-Akku gewesen. Das war ein sogenannter Weiß-Akku. Kann ich euch immer aus Spaß zeigen. Ich habe jetzt nämlich mit einer Canon 60D aufgenommen, einer alten 60D, und habe da so einen Weiß-Akku. Genau, weil die normalen Akkus von Canon, die sehen so aus. Ja, kosten aber pro Stück, also damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich habe natürlich nicht mal nach Preisen geschaut, ich habe mein Equipment, ich muss eigentlich mir dauernd Neues kaufen, aber ja, damals war das so, dass die Original-Akkus, die haben so um die 70 bis 80 gekostet. Und die Weiß-Akkus pro Stück halt 20 und habe ich mal 3 gekauft. Ich wusste zwar, dass sie nicht die gleiche Kapazität haben, die hatten bloß 2/3 der Kapazität gehabt, aber wenn ich halt dann 3 für den gleichen Preis bekomme, habe ich ja trotzdem die zweifache Kapazität, muss ich halt bloß den Akku öfter wechseln. Der hat jetzt, wie gesagt, bloß 20 Minuten ausgehalten. Normalerweise müssten die eigentlich 1,5 bis 2 Stunden aushalten. Vielleicht ist der auch am Ende seiner Betriebszeit. Obwohl ich sagen muss, ich habe das Ding jetzt seit einem Jahr nicht mehr benutzt gehabt, also den Akku zumindest. Verstehe ich jetzt nicht, warum das bloß so kurz gehalten hatte. Ich muss tatsächlich erst runtergehen und nochmal anfragen. Musste bei einem Canon 5D Mark II Besitzer nochmal um seinen Akku bitten, weil alle anderen Akkus, ich habe 4 Akkus, die waren auch alle leer gewesen. Also ganz komisch, habe ich noch nie gehabt, dass meine Akkus so leer gewesen sind. Soviel dazu. Jetzt habe ich mein neues Gerät. Kann wieder vernünftig und fließend und schnell arbeiten, hoffentlich. Und ich mache jetzt erstmal gleich nochmal die Aufnahme nochmal von dem Sound. Denn wie gesagt, also hier diese Lüfter, das klingt schon gruselig bald. Nehme ich das mal auf, damit ihr auch wirklich auch hört, wie krass das eigentlich ist, also wie laut das ist. Ihr hört es gerade natürlich nicht, weil das Mikrofon ist halt in meine Richtung derzeitig facend. Und der Laptop ist halt in die andere Richtung. Zur Erklärung, ich nehme ja mit einem Rode Videomic auf. Das habe ich auf die 60D draufgesetzt. Und das ist ein Richtmikrofon.
Und ohne jetzt super technisch zu werden, aber alle Mikrofone haben ja quasi eine Richtcharakteristik. Und das Mikrofon nimmt sehr, sehr wenig dessen auf, was hinter dem Mikrofon ist, und nimmt effektiv eigentlich in einem Winkel von 30 Grad ungefähr auf. Also das, nur dass ihr das mal wisst quasi. Und ihr werdet trotzdem wahrscheinlich Rauschen im Hintergrund gehört haben, obwohl das Mikrofon eigentlich eine Charakteristik hat, dass es das, was im Hintergrund ist, nicht wirklich aufnehmen sollte. Ja, das wollte ich bloß mal erklärt haben. Genau, ich mache das Gerät gleich nochmal kurz an. Ich muss das aber ans Netz anschließen. Ich hatte vorhin schon versucht, hier das anzumachen. Ja, anscheinend ist die Batterie leer, weil wenn ich hier draufklicke, passiert einfach nichts. Genau, ich muss es mal anschließen, kurz mit dem Netzteil. Und dann zeige ich euch einfach gleich mal das Display nochmal. Aber ich werde das nicht groß einrichten, wie gesagt, das mache ich in 2 Wochen. Aber in 2 Wochen, wenn das dann alles fertig ist, dann geht das richtig los hier. Genau, ich nehme jetzt wie gesagt nochmal den Ton schnell auf, dann nochmal das Display und dann sind wir auch fertig mit dem Video. Ja. So, das war nochmal für einen kleinen Test. Ich habe jetzt gerade erst nochmal die Kühle aufgenommen. Das werde ich dann zwar ins Video so reinschneiden. Ich hatte das am Anfang schon gesagt, dass es relativ laut ist. Genau, ich habe jetzt hier das Ganze rangesteckt. Vor 1 Minute ungefähr. Und ja, würde jetzt zum ersten Mal das Gerät starten. Ich hoffe, es funktioniert auch. Das wäre jetzt eine Fehlaktion, wenn das einfach nicht angehen würde, das Gerät uns gleich wieder zurückschicken könnte. Aber ich klicke drauf auf die Taste. Und es tut sich was. Die Tastatur leuchtet auf. Das ist gut, das ist gut. In einem ominösen Rot leuchtet das Ganze auf. Das ist übrigens auch kein richtiges Kirchenrot. Das ist Kirchen mit SCH. Das ist jetzt kein richtig dunkles Rot. Das ist auch so ein helles Rot. Tatsächlich kommt die Farbe auf dem Display hier relativ nah an das ran, wie es auch wirklich aussieht. Manchmal werden ja LEDs etc. farbverfälscht, wenn man das Ganze nochmal aufnimmt. So, ESA. Es sieht schon mal sehr scharf aus, also sieht schon mal sehr gestochen aus, aber ich meine, ist ja auch klar, ne? Also wenn das Display hat jetzt, wie viel Pixel sind das? 2560 mal 1440, 4 Megapixel, irgendwas in die Richtung. So grob geschätzt, 4 Megapixel. Und Full HD, das sind halt 2 Megapixel. Also es hat halt die doppelte Pixelanzahl quasi auf die gleiche Fläche. Genau. Heißt also, wenn wir jetzt die Wurzel daraus ziehen, die PPI, also Pixel per Inch, sollten 1,4 mal so gepackt sein. Genau. Da ist natürlich auch klar, dass das Ganze schön scharf aussehen sollte. Ich drehe mal den ISO ein bisschen runter. So. Ja, jetzt kommt die ganze Einstellung etc. Das werde ich jetzt in dem Video natürlich nicht machen. Das Gerät mit einer Bildschirmsprachausgabe einzurichten. Aktivieren Sie die Sprachausgabe, indem Sie Windows und Steuerung und Eingabetaste drücken. Okay. Okay, also hier werde ich gleich mit Barrierefreiheit begrüßt sogar. Das Gerät geht also direkt davon aus, dass ich irgendwie behindert bin und deswegen dort Barrierefreiheit brauche. Ja, kenne ich so bisher nicht, aber es ist halt Windows 11. Ich habe bisher Windows 11 noch nicht installiert. Ich habe bisher bloß Erfahrung so wirklich intensiv mit Windows 7 und Windows 10. Ja, Einrichtung mache ich jetzt nicht. Ich wollte euch bloß mal das Display gezeigt haben. Und ja, das Gerät funktioniert, wie gesagt. Display ist sehr, sehr gestochen scharf. Das sieht, was ist hier los? Achso, jetzt mache ich die Belichtungszeit gerade. Ich werde eigentlich den ISO umstellen nochmal. Genau. Ja, also das Gerät funktioniert. Das wollte ich bloß gezeigt haben. Display sieht schon mal sehr, sehr nice aus. So richtig unterscheiden bzw. vergleichen kann ich es dann erst, wenn ich dann Games etc. spiele oder halt Grafik in Photoshop mache oder halt Videos bearbeite. Jetzt hier beim Menü einstellen. Das Menü ist ja sehr spartanisch gehalten. Da werde ich, glaube ich, noch nicht beurteilen können, was dann besser aussieht. Mir fällt gerade bloß was auf. Und zwar aus seitlicher Ansicht hatte das Display gerade ein bisschen leichten Stich gehabt. Es ging so ins leicht gelbliche. Moment. Da hat das XMG Fusion eine leicht bessere Blickwinkelbeständigkeit, wenn ihr mich fragt. Das ist auch gerade das einzige Negative, was mir gerade auf dem Gerät auffällt. Aber, gut, ist mir jetzt auch gerade egal. Hätte ich jetzt ein richtig krasses Display haben wollen, hätte ich mir auch ein OLED kaufen können, also ein Organic LED. Aber dann bin ich halt bei, ja, 2.500, 3.000 Euro. Also nochmal doppelt so teuer. Und
Brauche ich nicht für das, was ich mache. Ich mache zwar auch Grafiksachen, aber ich glaube, das sollte das ja ausreichen. Hat ja auch einen guten hat ja auch eine gute Farbabdeckung, 100 sRGB, also 100% sRGB. NTSC, ich glaube um die 80% oder sowas. Also das ist hier, das ist schon top auf jeden Fall. Gut, jetzt verkratze ich mich. Ich wollte es bloß kurz gezeigt haben. Kurz ist gut, jetzt habe ich schon über 20 Minuten geredet. Wollte es euch gezeigt haben. Ich habe jetzt ein neues Gerät. Das alte wird endlich ersetzt. Wie gesagt, XMG, mit dieser Firma will ich nie wieder was zu tun haben. Bloß schlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn ich mir so die Sachen im Netz durchgelesen habe, bin ich da anscheinend nicht der Einzige. Also falls ihr unbedingt ein Produkt haben wollt von XMG, aus welchem Grund auch immer, dann kauft es euch am besten, wenn es schon ein paar Monate oder ein Jahr auf dem Markt draußen ist. Denn wie gesagt, bei XMG, das nehme ich einfach dessen, was ich selber erlebt habe, was ich aber auch von anderen gehört habe. XMG haut da anscheinend gerne einfach Produkte auf den Markt raus, die einfach noch nicht technisch fertiggestellt sind, beziehungsweise noch nicht technisch ausgefeilt sind. Und ja, das ist dann halt das Leidwesen der Nutzer der ersten Generation. Finde ich, geht gar nicht, wie gesagt, bei einem Gerät, was 2000 Euro kostet, dass man da sowas vorgesetzt bekommt. Also wenn es jetzt ein 500 Euro Gerät gewesen wäre, hätte ich ja nichts gesagt dazu. Da ist natürlich klar, dass die Hersteller weniger Einsatz dort reinstecken, aber ich hätte nie gedacht, dass ich bei einem Premium-Gerät für 2000 Euro solche Probleme haben würde. Also das ist wirklich katastrophal, ja. Achso, kleine Sache noch. Wenn ihr jetzt vielleicht sagt, das neue Gerät ist aber dicker, das ist ja Mist. Ja, zum Transportieren vielleicht schon. Ich muss auch was sagen, ich hatte das Gerät auch gekauft wegen Portabilität. Weil ich halt auch dachte, okay, ist halt nice, kannst halt dann mit in die Uni nehmen und kannst halt in den Rucksack reinstecken. Es ist auch ziemlich dünn. Macht aber deswegen halt auch sehr viel Krach, weil halt die Lüfter dort dann ganz schön durchdrehen die ganze Zeit. Aber guckt euch auch mal hier das Netzteil an. Das Netzteil ist auch ein ziemlicher Block. Das ist schon groß. Für ein Gerät von dem Formfaktor, also wenn ich bei meinem Apple das vergleiche, das ist, das Apple ist vielleicht so, ne? Das ist jetzt so wie die Maus vielleicht, also maximal und halt kleiner, ne? Also nochmal dünner halt. Und wenn ich das so vergleiche hier, das ist, ja, da ist jetzt selbst hier von dem Acer, guck ich das mal an, selbst von dem Acer, und das zieht nochmal 100 Watt mehr, da ist jetzt das Netzteil nochmal kleiner. Also das ist echt ein Block hier bei dem XMG. Also falls ihr dann das aufladen wolltet, das Gerät, müsst ihr also einen Block mitnehmen, also so viel zur Portabilität. Und ja, die hat noch bei XMG angegeben, Akkulaufzeiten ohne Netz angeschlossen von bis zu 9 Stunden. Ich hatte das Gerät benutzt für eine Videokonferenz, ohne das ans Netz zu schließen. Display war leicht gedimmt gewesen und hat im Hintergrund noch ein Textdokument aufgehabt. Also bloß Videokonferenz und Text, und das Ding war nach 3 Stunden weg. Und ein anderes Mal hatte ich bloß Text eingegeben und im Hintergrund Musik gehört. Display war auf 60% vielleicht gedimmt gewesen. Das Ding war nach 4 Stunden leer gewesen, der Akku. Und da war das Gerät neu. Ich weiß ja, jetzt kommt ja, also bevor jetzt wieder einer in die Kommentare kommt, ja, aber die Akkus, die werden ja auch schlechter über Zeit. Da kann man doch nicht von den Werten ausgehen, was ja auch vom Hersteller so angegeben wird. Also nach dem Kauf, also 2 Wochen nach dem Kauf, ne? Also ich habe abgeschlossen vom Netz nie länger als 4 Stunden mit diesem Gerät arbeiten können, und zwar bei moderater Arbeit. Ich spreche jetzt nicht von Gaming oder sowas oder hier Videoschnitt oder sowas, sondern auch Musik hören im Hintergrund und ein Textdokument nutzen. Also 3 bis 4 Stunden ist eher realistisch. Weiß nicht, wie die XMG auf diese Werte gekommen sind, von angeblich bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit, halte ich für vollkommen Quatsch. Also wenn ich, wo das Gerät neu war, 3 bis 4 realistisch erwarten konnte bei moderater Nutzung. Also, ich weiß nicht, wie die auf 9 kommen. Vielleicht, wenn man das Display ganz ausmacht und bloß einen Text schreibt oder sowas, also so richtig ganz runterdimmt, und auch Musik und alles gar nichts macht. Also, dann geht vielleicht irgendwie theoretisch 9 Stunden, aber halte ich auch für Quatsch. Also, falls ihr bloß ein Gerät sucht, wie ich quasi auch damals, was ihr dann auch mitnehmen könnt für die Uni, dass ihr was mitschreiben könnt und so weiter, dann kauft euch am besten irgendwie ein MacBook Air oder sowas. Da habe ich so die besten Erfahrungen mitgemacht. Und falls ihr halt dann wie ich auch noch Rechenleistung braucht, aber trotzdem so ein Gerät haben wollt, wo ihr mitschreiben könnt, irgendwie im Hörsaal, sonst macht das ganz einfach, kauft euch einfach irgendwie ein Mac-Gerät oder so ein, ja, vielleicht auch meinetwegen ein Microsoft Surface, was ihr irgendwie günstig kriegen könnt, wenn ihr eins erhalten könnt, oder ein iPad oder sowas. Besorgt euch sowas, nutzt das zum Mitschreiben und dann sucht euch für zu Hause einen Desktop, also wenn ihr jetzt nicht wie ich auf die Mobilität angewiesen seid. Ich brauche halt ein Gerät, was sowohl kompakt ist, als auch halt Rechenleistung hat. Das ist natürlich dann immer mit gewissen Kompromissen immer
dann zu machen. Kompromiss war halt bei mir einfach der Preis gewesen. Also es gab halt einfach keine günstigen Geräte, die beides liefern konnten. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also falls ihr auch ein Gerät sucht, was irgendwie dann für die Uni geeignet ist, wo ihr dann mitschreiben könnt oder wo ihr dann lange Akkulaufzeiten habt. Also wie gesagt, also dieses Fusion 15, das hat ein Drittel bis vielleicht maximal die Hälfte dessen geschafft, was versprochen gewesen ist zum Hersteller. Also wie gesagt, also was sie dort für Zahlen teilweise angegeben haben, das ist halte ich für Quatsch. Genau, aber es muss jetzt meine persönliche Empfehlung, kauft euch nicht bei XMG irgendwelche Geräte. Also ich habe bloß Ärger damit gehabt. Ja, mal schauen, wie es jetzt beim Acer besser wird. Mit dem MacBook hatte ich sehr gute Erfahrungen gehabt. Aber gut, ist halt Apple und dann zahlt man halt auch für die gleiche Hardware nochmal 50% mehr. Ja, ist halt alles eine Geldfrage und halt auch eine Schnitzungsfrage. Ich meine, ich habe darauf halt Grafiksachen gemacht. Ja, wenn ihr jetzt halt Spiele machen wollt und dann sagt, ja, Spiele auf dem Mac, das ist scheiße. Ja, weiß ich, ist auch so. Müsst ihr halt für euch wissen, was ihr haben wollt. Aber ja, mit der Fraktion Apple hier war ich immer ganz zufrieden gewesen. Aber ich sag's halt nochmal, also 15 Jahre lang, über 15 Jahre als Computerbesitzer und hab das noch nie gehabt, dass bei einem Gerät von dem Preis man nach 3 Jahren sagen konnte, nee, ich brauche ein neues. Weil, also alleine schon klimatechnisch und umwelttechnisch finde ich, hat man schon eine Verantwortung, dass man so ein Gerät auch 5-6 Jahre benutzt. Und ist halt auch eine finanzielle Sache. Ne? Also ich meine, ist jetzt nicht so teuer vielleicht, wenn man das jetzt mal hochrechnet. Ich habe das Gerät jetzt ja 40 Monate gut genutzt, sage ich jetzt einfach mal, 2000 Euro auszugeben, 50 Euro im Monat, also habe ich jetzt die Hälfte dessen gezahlt, was ich gezahlt hätte, wenn ich es gemietet hätte. Muss aber auch dazu sagen, ich hatte es halt dann in der Reparatur gehabt, 2 Monate, und habe mich mit rumgeärgert. Ja, also wenn ich das mit reinrechne, bin ich nicht so extrem viel besser gekommen. Also normalerweise versuche ich schon, ein Gerät so lange zu nutzen, dass ich halt dann auf den Monat gerechnet 30 Euro oder so ausgegeben habe. Dass ich halt quasi sage, für jeden Tag Rechnerbenutzung gebe ich quasi 1 Euro aus oder so. Also wenn ich jetzt 2000 Euro ausgebe, nutze ich das Gerät auch 2000 Tage. Ja, ist jetzt meine Einstellung. Also was angemessen ist, ich weiß, es gibt auch Leute, die kaufen sich halt jedes Jahr einen neuen Laptop oder ein neues Handy, halte ich auch für Quatsch an sich. Man muss sich halt auch überlegen, was alles drin ist, seltene Erden etc. Also dort jedes Jahr was Neues kaufen zu müssen. Also das ist auch ein Trend. Ja, ich finde, wir können es uns nicht leisten. Ist auch sehr verantwortungslos. Und davon abgesehen, wenn man sich auf dem Gerät erstmal eingeschossen hat. Ich bin auch jemand, der arbeitet halt auch dann gern lange mit einem Gerät. Aber ja, in diesem Fall, es ist jetzt wirklich kein Kauf gewesen im Sinne von, oh, ich will jetzt neue Hardware haben oder guckt euch mal die neuen Benchmarks an. Eine RTX 4080, das wäre halt auch nice, sowas zu haben. Nee, das ist jetzt einfach wirklich bloß, ich bin ja am Ende meiner Nerven angelangt, also gerade in diesem lauten Lüfter. Das ist so unerträglich, wenn ihr streamt oder wenn ihr Aufnahmen machen wollt für irgendwelche anderen Sachen. Oder wenn ihr abends einen Film schauen wollt und ihr könnt nicht verstehen, was die sagen, weil die Lüfter so laut sind. Das ist so grässlich. Und vor allem, ich mache alles, was irgendwie beruflich ist und alles, was freizeitmäßig ist, gefühlt. Also alle Hobbys mache ich auf dem Rechner. Und da habt ihr dann so einen scheiß lauten Lüfter, der dort mit 60 Dezibel rumrattert. Zwischendurch kratzt der auch noch so. Das klingt wie eine Flexmaschine, wo das das erste Mal losging, hatte ich mich so erschreckt gehabt in der Nacht. Habe ich so einen Film abends geschaut, auf einmal geht der Lüfter los, dachte ich auch, was geht jetzt ab? Jetzt muss ich das Ding schon wieder einschicken. Nee, also. Also, wenn ihr sowohl beruflich als auch hobbymäßig vor dem Ding sitzt und dann halt auch dann Computernutzungszeiten von 8, 10 oder 12 Stunden am Tag habt, also das ist durchaus realistisch, wenn ich an so einem Projekt irgendwie arbeite oder wenn ich dann abends nochmal spiele mit Leuten, dann habe ich halt 6 Stunden am Rechner gearbeitet, dann spiele ich abends nochmal 4 Stunden oder so. Also dann bin ich halt, ich sitze halt 10 Stunden vor dem Gerät, ne? Und wenn halt die Lüfter so durchdrehen, das ist wirklich katastrophal gewesen, jetzt das zu nutzen. Das war jetzt nicht immer so, aber das war jetzt seit einem Dreivierteljahr so. Ich habe seitdem angefangen, Geld zu sparen aufs nächste Gerät. Ich werde den noch wahnsinnig. Aber gut, ich verkaufe das Gerät jetzt an Justin, der kriegt das dann für 400 Euro übertragen. Ups, jetzt war gerade die Videoaufnahme angehalten, weil die so lang ging. Ich kann ja mit diesen, mit der 60D kann ich bloß bis zu 4 GB Blöcke aufnehmen, wegen der Formatierung. Das geht auch nicht zu ändern. Ist bei neuen Canon-Modellen anders. Und auch, ich kann bloß bis, ich glaube, 15 Minuten oder sowas aufnehmen. Genau, also ich war gerade kurz abgebrochen gewesen. Wollte bloß sagen, Justin wird das Gerät jetzt übernehmen. Kriegt er dann für 400 Euro. Er kann das hier dann quasi aufschrauben für sich, neue Lüfter einbauen, rumtesteln. Software ist ja für ihn auch alles kein Problem. Er ist ja Systemadministrator. Er macht jetzt diese Woche noch die letzte Prüfung. Er muss dann noch was einreichen. Danach ist er dann auch IHK. Zertifizierter Systemadministrator. Genau, der kauft das Ding für 400 Euro. Ist für ihn auch ein guter Deal. Er weiß ja, wie das alles geht.
Ja, ich hätte halt allein schon keinen Bock, das alles auszubauen, die Lüfter auszutauschen und so weiter. Ich meine, ich würde es mir an sich zutrauen, aber ich mag sowas überhaupt nicht. Also wenn ich so Sachen leicht austauschen kann wie RAM oder so, das mache ich schon. Aber so, ja, das Problem ist halt hier, die Lüfter sind oder ein Kühlkörper und ja, das sind immer so die Fitzeleien. Ich habe selber an einem Reparaturladen für Computer gearbeitet. Ihr wisst gar nicht, wie viele Laptops einem bei der Reparatur kaputt gehen, weil die fitzlich gestaltet sind, irgendwelche kleinen Kabel wegreißen oder die Cases so kacke designt worden sind vom Hersteller, dass man beim Öffnen des Cases, weil die so schwer zu öffnen sind, irgendwelche Sachen abbricht. Also das ist gut, bei dem XMG ist es ja ein bisschen besser gewesen. Das hat halt auch noch einen Aluminiumkörper unten noch. Also es ist nicht hier oben Magnesium, das ist halt unten auch mal so eine Magnesiumlegierung. Da war das ein bisschen besser gewesen, aber das sind so die Art von Reparatur. Das will ich nicht machen, weil da echt vieles kaputt geht. Also ich habe hunderte von Laptops repariert. Und ich habe bestimmt 2-3 beschädigt durch Sachen rausschrauben etc. Einfach weil das zum Hersteller nicht so designt gewesen ist, muss man ganz klar sagen, dass man es überhaupt austauschen kann. Es ist ein bisschen wie bei heutigen Autos, da sind auch dann teilweise Sachen einfach so designt, dass man das einfach nicht mehr ausbauen kann. Also wenn ich so an die Generation meiner Eltern denke, die hatten halt noch so eine VW Ente gehabt oder VW Käfer oder sowas. Ach, ich müsste fragen, aber ja, irgendwie sowas halt in die Richtung. Die konnten halt alles noch selber ausbauen. Mach das heute mal. Du musst heute teilweise gefühlt einen halben Motorblock ausbauen, nur um ein Licht auszutauschen. Also das ist, und zwar das ja auch eins der größeren oder eheren Verschleißteile ist. Also das ist, ja, die Sachen werden halt auch so hergestellt, dass man das schwer selber reparieren kann oder teilweise gar nicht bei manchen Geräten. Gut, das wollte ich was gesagt haben. Wie gesagt, in 2 Wochen geht das richtig los mit dem Gerät, wenn das alles eingerichtet ist. Dann geht die Medienproduktion hoffentlich wieder los. Dann geht auch das häufigere Streamen und Aufnehmen etc. wieder los. Genau, und ich bin vor allem halt dann glücklich, wie gesagt, dass ich dieses Rauschen nicht mehr ertragen muss, dieses Grundrauschen. Weil nach 9 Monaten, die ich das jetzt ertragen musste, ich meine, ich habe Kopfhörer, wie gesagt, da wird man nicht ganz so verrückt, aber nach 9 Monaten, ihr könnt mir glauben, irgendwann hat man die Schnauze voll, wenn man vor so einem Gerät stundenlang jeden Tag sitzt und das rattert im Hintergrund die ganze Zeit. Also ich fühle mich hier, als würde ich auf der Straße so arbeiten, so mit Straßenverkehr im Hintergrund, weil das ist ein ähnlicher Lärmpegel. Also es ist anstrengend. Gut, aber jetzt will ich nicht rumheulen, mich beschweren. Wie gesagt, neues Gerät ist da, bald geht's los hier und dann können wir uns auf neuen Content hoffentlich freuen. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs lange Durchschauen. Wie gesagt, kauft euch keinen Rechner bei XMG, kann ich bloß nur abraten. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt oder euch zum Thema Laptop was einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare oder falls irgendwas anderes einfällt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ihr kriegt auch eine Antwort zeitnah. Ja, und dann danke ich nochmal, wie gesagt, fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, euch bei weiteren Videos wiederzusehen. Macht's gut, liebe Leute, und bis bald hoffentlich.